Hallo meine lieben Skorpione und herzlich willkommen zu eurer Legung für den Juli. Ihr seht hier schon einige Karten auf dem Tisch, weil ich gerade ein bisschen mit einer Legeform herum experimentiere und einfach mal so ein bisschen reinfühlen möchte, wie das sich auch für mich so anfühlt, die Karten mit einer gewissen Fragestellung zu ziehen. Und für dich ist natürlich am wichtigsten, aber du wirst es wissen, mein lieber Skorpion, spüre in dich hinein, ob das deine Geschichte ist, die ich hier erzähle. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich mit dieser Legung nicht identifizieren kannst, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist sie für jemand anderen bestimmt. Meine lieben Skorpione, ich weiß noch nicht so recht, was der Juli bringt. Also, er bringt was, er bringt auch relativ viel, habe ich das Gefühl. Ich fragte hier oben an der Position nach der Hauptenergie für den Juli. Und die erste Karte waren die vier Kelche. Und die vier Kelche heißen hier Opportunity Beckons, also die Möglichkeiten winken. Ich sehe dich hier stehen und möglicherweise, ne, vier Kelche, diese Möglichkeit noch nicht sehen. Aber es ist eine riesen, also ne, es ist so eine Kugel. Es ist so eine riesengroße Kugel, die da gerade auf dich zurollt. Die zweite Karte, die hier raussprang, da ist wieder diese Kugel drauf. Witzigerweise, ne? Ich kann schon mal sagen, hier ist eine Kugel, hier ist eine Kugel. Die Herrscherin hat eine Kugel, ne? hat einen Babybauch und hier ist auch eine Kugel. Ich weiß nicht, warum Kugel hier eine Rolle spielt, aber das ist mir direkt aufgefallen. So, die zweite Karte, die hier rausfiel, sind die zwei Münzen. Find Balance. Und dann habe ich mir diese Karte mal so genauer angeschaut, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe. Und was liegt hier? Ne? Hier ist eine Sanduhr, hier ist Zeit, hier ist eine Blüte von Wachsen, hier ist ein Ring von Verbindung, hier ist ein Baby von Kinder, hier ist ein Buch von Wissen und Weisheit und hier ist ein Kelch von Liebe. Und ich habe das Gefühl, dass eine riesengroße Chance, eine riesengroße Kugel auf dich zurollt, die mehrere Dinge beinhaltet. Ich wollte hier wissen, an der Position, ups, ich glaube, ich liege nicht gerade, ich wollte hier an der Position wissen, was ist die Situation? Die Situation im Juli ist Ass der Schwerter und der Ritter der Stäbe. Ich habe das Gefühl, es ist eine Erkenntnis, eine Klarheit, eine Nachricht, ein positiver Bescheid, eine Zusage, irgendetwas, was dich in so eine euphorische Stimmung zurückbringt. Irgendetwas, was dir, ne, was irgendwie wieder Freude und Spaß und Leben und Optimismus in dein Leben bringt. Ne? Gerade weil die vier Kelche ja auch oft von so einem Gefühl, nichts klappt, nichts funktioniert. Ne? Die vier Kelche ist manchmal so eine frustrierende Energie oder so. Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier kommt irgendwas auf dich zugerollt, was deine Energie verändern möchte. Ich fragte hier in der Position, in welcher Energie sind meine Skorpione? Und es fiel das Ass der Stäbe. Und ich habe schon das Gefühl, dass du Ideen hast und dass du dir einen Neuanfang wünschst. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, in welchem Bereich. Deswegen habe ich das Ass der Stäbe abgeklärt und es fiel hier auch noch das Ass der Münzen raus. Also es kann für dich irgendwie was total Irdisches sein. Ne? Vielleicht suchst du nach einer neuen Wohnung, vielleicht suchst du nach einem neuen Job, vielleicht würdest du gerne deine Kreativität beruflich ausleben, vielleicht würdest du gerne irgendetwas tun, was dir das Gefühl gibt, dass, also hier liegt irgendwie dieses, ich würde gern etwas in die Umsetzung bringen, ich würde gerne eine Idee verwirklichen. Und es könnte sein, dass diese Idee oder dieser Wunsch nach Verwirklichung, ich meine, Ass der Münzen kann auch Partnerschaft sein, aber ich glaube, dass es bei euch eben mit dieser Kugel hier tatsächlich mehrere Bereiche betreffen wird. Dass du dir schon einen Neuanfang wünschst, aber irgendwie nicht so genau die Klarheit hattest, wie das vonstatten gehen soll. Ich wollte fragen, welche Chance bringt der Juli für dich? Und die erste Karte, die hier rausfiel, ist die Herrscherin. Und die Herrscherin, ne, die gerade weil die eben hier auch schwanger ist, die
bringt etwas auf die Welt, die gestaltet etwas, die beginnt etwas. Ne? Hier beginnt ein neues Leben, hier beginnt Fülle. Ne? Die Herrscherin steht für Fülle hier. Hier beginnt irgendetwas, was dich auch. Ich weiß nicht, in welcher Kugel du da sitzt, in welcher Bubble du da sitzt, aber die dich rausholt aus einer Situation, aus einer Energie, wo du das Gefühl hattest, nicht empfänglich zu sein oder die Dinge erreichen mich einfach nicht oder, ne? Ich muss das jetzt alles mal abklären, meine Lieben, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was diese ganze Legung jetzt konkret sagen will, außer dass ich das Gefühl habe, dass du dich öffnest für diese Chancen, dass du eine gewisse Wertschätzung erhältst, dass dir das Leben, ich sehe hier tatsächlich noch keine anderen Personen, sondern dass dir das Leben plötzlich wieder mit seiner Sonnenseite begegnet, ne, mit seinen ganzen Chancen, mit seinen ganzen Potenzialen und dass du dich vom Leben irgendwie wieder motiviert fühlst. Wie gesagt, ich habe selber noch tausend Fragezeichen, gerade auch mit diesen ganzen Assen. Also es ist wirklich. Also ich habe das Gefühl, es kommt mehr auf dich zu. Ich glaube, es sind hier Opportunities. Interessant. Als erstes möchte ich hier gerne mal, beziehungsweise wir sind gerade in der Neumondwoche. Wir lassen jetzt hier noch eine Karte aus meinem Moonology Oracle spielen. Und dieser Neumond, wer die Wochenlegung gesehen hat, ne, ist ja ein Startschuss für ganz große Dinge. Ein Problem löst sich auf. Okay, ich sehe noch kein Problem, aber wir werden schauen, dass diese Legung uns alles noch erzählen wird. So, eine Hauptenergie hier noch für meine Skorpione. Glaube an das Unmögliche. Okay. Glaube an das Unmögliche. Glaube daran, dass sich möglicherweise jetzt hier im Juli ganz viele Bereiche in deinem Leben verändern können. Ne? Dass du vielleicht sowohl in der Leidenschaft als auch im beruflichen, in der Partnerschaft, wie auch immer, dass ganz viele Dinge sich jetzt im Juli fügen. Na, dass das Leben dir, ich nehme bei der Herrscherin hier das Leben wahr, dass das Leben dir jetzt hier mit Möglichkeiten winkt. Okay. Welche Möglichkeiten winken? Weil, ne, drei Asse. So wie die Herrscherin von Fülle. Also ich sehe auf jeden Fall Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten winken? Okay, offensichtlich auch das Thema Beruf, 8 Münzen, 6 Münzen. Oder Finanzen oder materielle Sicherheit, materielle Stabilität. Ass der Schwerter. Die Mäßigkeit. Da ist, na, das ist beides Schütze-Energie. Schütze ist positiv, ne, also ein Schütze-Attribut ist Optimismus und positive Einstellung. Und ich habe das Gefühl, also vielleicht beginnt es tatsächlich, vielleicht wird das Feuer, das hier entfacht wird, wird tatsächlich über irgendeine über ein Jobangebot, über eine berufliche Veränderung, über eine Beförderung, über mehr Geld, über du findest endlich die Wohnung, nach der du gesucht hast, über, na, keine Ahnung, deine finanziellen Sorgen lösen sich auf, whatever. Also ich habe das Gefühl, die erste Möglichkeit, und die 2 Münzen ist ja auch eine, ne, Münzenergie, die erste Möglichkeit, also dir könnte im Juli etwas passieren, was dich in eine neue Stabilität zurückbringt. Ne? Wo
Ich weiß es selber. Ich war mein halbes Leben lang hoch verschuldet und ich weiß, wie es ist, wenn man Geldsorgen hat und wie erdrückend das sein kann. Ne? Dass man das Gefühl hat, dass alles davon ausgebremst ist, dass diese eine Sache nicht so läuft. Aber ich habe das Gefühl, gerade was diese finanziellen oder diese beruflichen Sachen angeht, gerade auch mit den 6 Münzen, ne? Dass da irgendein Angebot kommt, das dir. Oder dass etwas auf dich zukommt, ne, diese gebende Energie, das dich in diesem irdischen Bereich zurück in die Stabilität bringt. Ne, dass das der erste Stein ist, um so eine gewisse Sicherheit zu haben. Bei mir war es zum Beispiel mein Wohnungsumzug. Ne? Ich habe ja so lange auf meinen Umzug gewartet und jetzt ist er ja endlich passiert. Und ich merke einfach, wie. Durch diese eine Blockade, die da war, dass ich so lange darauf warten musste, wie plötzlich alles wieder anfängt zu leuchten, wie sich meine Energie ändert, ne? Wie sich meine Einstellung ändert. Man kommt in so eine, ne? Also ich habe das Gefühl, ich muss es tatsächlich andersrum legen, weil jetzt hier mit den 8 Münzen und den 2 Münzen sehe ich so, erst kommt diese Sicherheit und dann kommt die Lebensfreude zurück, ne? Dann kommt dieses. Jetzt wird alles gut, jetzt kann ich wieder positiv denken, ne? Jetzt habe ich das Gefühl, mein Leben nimmt wieder eine gewisse Balance an, ne? Find Balance, jetzt habe ich nicht mehr diese ganzen Sorgen. Also irgendwie verändert eine berufliche Situation deine komplette Energie. Deine komplette Energie. Und ich glaube auch, dass du das selber wahrnimmst, dass mit diesem Ass der Münzen eine neue Inspiration, ein positives Denken, eine Leichtigkeit, ne? Der Ritter der Stäbe verspricht Leichtigkeit oder vielleicht kommt hier auch dieses Angebot und ne, du bist in so einer freudigen Erwartung, du freust dich auf alles, was da kommt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so deine Blockade war, dieses berufliche oder ne, dieses Münzthema. Das war irgendwie deine Blockade. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, weil die Herrscherin steht ja für öffnen, dass du jetzt irgendwie, ich muss die auch andersrum hinlegen, dass die Chance ist, dass du eben jetzt nicht nur für das so super krass empfänglich bist, sondern dass das der Auslöser war, der Grundstein, sage ich zum Ast der Münzen immer, dass auch andere Dinge, ne, hier in dieser Kugel sind total viele Dinge, dass du dich plötzlich auch wieder für andere Bereiche deines Lebens öffnest, dass du, ne, glaub an das Unmögliche. Ich würde behaupten, das ist eine totale Schütze-Energie, ne? Dass du wieder an Gerechtigkeit glaubst, dass du wieder an Stabilität glaubst, an Sicherheit, ans Universum, an die Sonnenseite des Lebens, ja, Königin der Kelche. Also irgendwie nehme ich so eine Energie wahr. Ach, und jetzt, ne, mit diesem Ast der Münzen kann ich mich endlich wieder fallen lassen, kann ich endlich wieder zuversichtlich sein, ne? So. Trotzdem würde ich gerne wissen, glaube an das Unmögliche, die Herrscherin. Also ich glaube, diese Sache, dieses Ast der Münzen öffnet weitere Bereiche in deinem Leben, ja, der Herrscher. Also, das verändert, die Königin der Kelche bleibt an der Unterseite des Decks, dieses Ass der Münzen. Wie gesagt, ich glaube, dass sich irgendeine Situation rund ums Thema Beruf, Finanzen, Wohnung, whatever, klärt. Und die verändert viel mehr. Die verändert in dir, ne, das ist deine Karte, mein lieber Skorpion, die verändert in dir viel mehr. Also, mit diesem Ass der Münzen kommt die Lebensfreude zurück, kommt eine Erkenntnis zurück, die definitiv Find Balance, eine gewisse Harmonie in dir zurückbringt oder einen Optimismus. Ich will noch eine Karte also was ich sagen wollte, glaube an das Unmögliche, der Tod. Das ist nur der Anfang von ganz vielen Veränderungen, die jetzt kommen. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so wie,
wie meine Wohnung. Ne? Also das ist die Energie. Mit meiner Wohnung beginnen gerade so oder haben gerade so viele Dinge begonnen, weil sich meine Energie total verändert hat und das sehe ich hier auch. Also das, jetzt kommen viele gute Dinge auf dich zu. Ich hätte gerne noch eine Karte zum Tod. Jetzt bist du mit diesem Ast der Münzen bist du bereit. Ja, wow, meine Lieben, Ast der Kelche. Alle vier Asse. Wirklich. Ritter der Münzen. Okay, da ist dieser Weg in eine gewisse Sicherheit. Da ist der Ritter der Münzen, der geht einen ganz ruhigen, gemächlichen Gang, weil er in seinem Leben eine gewisse Sicherheit zurückbekommen hat. Und das sehe ich hier. Und meine lieben Skorpione, ich weiß nicht, was da alles passiert. Aber ich glaube, im Juli winkt dir eine Möglichkeit, das Ass der Münzen, das als Veränderung alle deine Bereiche deines Lebens betrifft, das sowohl in der Einstellung zum Leben, ne, Optimismus, was ändert, das sowohl deine Sicht auf dich, auf das Leben, auf die Dinge ändert, aber eben auch dich wieder öffnet, empfänglich macht für Liebe und Partnerschaften oder ich weiß es nicht, meine Lieben, wirklich, ich habe keine Ahnung, was da alles auf dich zukommt. Aber es ist eine Menge, vier Asse. Und das ist wirklich interessant, weil ich sehe hier in dieser Karte oft einen Dominoeffekt. Und genau das ist die Botschaft dieser Legung. Hier ist ein Dominoeffekt. Es fängt an mit dem Ass der Münzen. Es geht über in das Ass der Stäbe. Es geht über in das Ass der Schwerter. Und am Ende des Tages geht es sogar über in das Ass der Kelche. Und auf diesem Weg. Diesen Weg gehst du, ja, Rat des Schicksals darunter, meine Lieben. Also dein ganzes Leben, alle Bereiche deines Lebens möchten sich gerade verändern, wirklich, in eine Richtung, die möglicherweise mit diesem Glaub an das Unmögliche außerhalb deiner Vorstellungskraft lag. Ne? Aber du merkst selber diese positive Entwicklung. Du merkst selber, okay, es geht endlich nach vorne. Ich habe endlich eine klare Richtung. Ich habe endlich wieder ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Stabilität. Ich kann mich ruhiger, ne, gerade auch mit der Mäßigkeit, ich kann mich ruhiger, sorgenfreier durch mein Leben bewegen. Und das öffnet dieses sorgenfreie sich durch sein Leben bewegen können, öffnet für dich Tür und Tor, meine Lieben. Tür und Tor. Also für euch stehen hier offensichtlich in allen Bereichen eures Lebens große Veränderungen an. Und Dinge, ne, glauben das Unmögliche, die wirklich größer sind, als du es dir hättest vorstellen können. Wow. Und ich glaube auch, wenn diese Blockade, ne, die sieben Stäbe können ja irgendwie sein, dass man sich so abgeschnitten gefühlt hat von Liebe oder von sich selbst oder von, ne, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es ist, aber wenn man finanzielle Probleme hat, wenn der Job scheiße ist, dann, ne, wirkt sich das natürlich auch auf, wie empfänglich man für Liebe oder für all das ist aus. Aber das endet hier, meine Lieben, das endet hier. Dein Leben möchte ein gewisser. In dein Leben möchte Ruhe einkehren, eine gewisse Balance, Harmonie. Wirklich. Und eben auch, und das liebe ich, weil ich sehe dich hier. Ich sehe dich in dieser Energie, in dieser losgelösten, glücklichen Energie, weil du das Leben wieder genießen kannst, weil du dir möglicherweise eben mit dieser Münzenergie, weil irgendwie die Sorgen nicht mehr in deinem Nacken sind. Und wenn man in der Energie rausgehen kann, weil sich irgendwelche Sorgen, vor allem Geldsorgen oder sowas, ne, wenn die sich endlich geklärt haben und man das nicht mehr mit sich rumschleppt, dann strahlt man ja auch eine ganz andere Energie aus. Und vielleicht ist das hier, ne, dieses neue Bewusstsein oder diese neue Energie, die du ausstrahlst, nämlich diese Energie von Zufriedenheit. Auch das, was hier am Ende des Tages auch die Liebe in dein Leben bringt, ne? Also vielleicht auch dein Liebesleben transformiert. Meine lieben Skorpione, es ist ein bisschen offen gehalten heute, ne? Es kann
diese ganzen Asse sagen mir einfach nur, da kommt viel Neues auf dich zu, da rollt was auf dich zu, das größer ist, als du es dir vorstellen kannst. Ich lasse das hier trotzdem so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte, auf diese ganzen Chancen, ne? Was befeuert das bei dir? Was, ne, was vor allem ist auch hier mit dem Ast der Kelche, was ist so der Rattenschwanz, will ich sagen, aber im absolut positiven Sinne gewertet, der hier auch noch mit reinkommt. Also ich habe das Gefühl, du öffnest dich hier, ne, Herrscherinnen-Energie, du öffnest dich hier am Ende des Tages eben auch wieder für das Thema Liebe, Partnerschaft, empfänglich zu sein. Du verschenkst dein Herz möglicherweise wieder, weil irgendeine große Sorge in deinem Leben verschwunden ist oder sich geklärt hat. Oder weil, ne, weil eben das Ast der Münzen der Grundstein war für ganz viele andere neue Dinge. Ich weiß nicht, was im Extended Reading rauskommt. Ich lasse mich da ganz intuitiv durchtreiben. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für die Skorpione unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, ich möchte wirklich darauf hinweisen. Ich habe das Gefühl, dein Leben nimmt im Juli und dieser Neumond, den wir jetzt am 29.06. haben, ist ja ein Startschuss. Ne? Wer die Wochenlegung gesehen hat, der weiß, was ich meine. Für positive Entwicklungen. Und das sehe ich hier. Ich habe das Gefühl, dass hier ein Startschuss liegt, gerade mit diesen vier Assen, in eine neue Entschuldigung, in eine neue Richtung, die du mit einer ganz anderen Energie gehst. Ne? Die gehst du mit Ritter der Kelche, Ritter der Münzen, mit einer anderen Gelassenheit, mit einer anderen Zuversicht, in einem anderen Tempo auch. Ne? Viel gemütlicher, viel entspannter. Und dabei in dieser Entspannung, die da stattfindet, weil sich eben durch das Ast der Münzen irgendeine Sorge klärt oder ne, irgendein Angebot kommt oder was auch immer, sich deine Jobsituation verändert, du mehr Geld bekommst, ich weiß es nicht. Ne? Das hier, Rat des Schicksals, ja, Page der Schwerter, hat eine viel größere Auswirkung. Ne? Das Rad des Schicksals, auch wieder diese Kugel. Also ich weiß nicht, warum Kugel hier so eine krasse Rolle spielt. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier der Anfang von einem grundlegend neuem Lebensgefühl sein könnte, ne? Von ganz viel schicksalshaften Ereignissen, von ganz viel Chancen, von ganz viel Inspiration, von ganz viel Motivation, von ganz vielen Erkenntnissen, von ganz viel Klarheit und eben auch am Ende des Tages von ganz viel Liebe. Meine Lieben, das ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. So, glaube ich, werde ich die Legung auch nennen. Meine Lieben, wie wundervoll. Und so lasse ich das hier stehen. Ich hoffe, das hat euch motiviert. Wirklich, ich habe jetzt hier einen Ratschlag. Weil ich das Gefühl habe, es beginnt mit dem Ast der Münzen, es beginnt möglicherweise auch mit einer Idee, mit einer Idee, die du hast rund ums Thema Beruf, rund ums Thema Finanzen, rund ums Thema Umziehen, ne, um irgendwas Weltliches, um irgendwas Irdisches, um irgendetwas, was in der 3D-Welt stattfindet. Verwirkliche diese Energie, versuch, ne, nutz die Chance, geh hin, geh zu deinem Chef und sag, ich brauche mehr Geld, schreib Bewerbungen, such nach neuen Wohnungen, geh da mit einer positiven Einstellung dran, ne? Auch wenn es vielleicht irgendwie eine schwierige Situation ist, weil du, keine Ahnung, eine Wohnung suchst und 5 Hunde hast oder so. Geh da trotzdem ran und sag, hey, der Juli könnte mir die Möglichkeiten, ne, im Juli winken die Möglichkeiten, in dieser Situation, die mich so stresst, Balance zu finden, ne, in einer Situation, die vielleicht bisher nicht geklappt hat, die irgendwie frustrierend war oder keine Ahnung, wo ich vielleicht auch schon viele Absagen oder viel Ablehnung erhalten habe, werd dir bewusst darüber, dass genau das jetzt der Juli bringt, dass das, was du
umsetzen wolltest, jetzt funktionieren kann. Und wenn das geklärt ist, ne, wie ein positiv, also ich weiß nicht, ob es einen positiven Rattenschwanz gibt, aber es hat so viele andere Auswirkungen noch auf dich. Und glaub an das Unmögliche. Ne? Glaub an das Unmögliche, dass du eine Wohnung mit 5 Hunden finden kannst. Glaub an das Unmögliche, dass du einen neuen Job finden kannst, in dem du viel besser bezahlt wirst. Glaub an das glaub an deine Beförderung. Glaub an diese Verbesserung. Und geh da auch dran. Ne? Nutz die Chancen, die sich zeigen. Meine Lieben. Weil es wird alles, alles rund um dich, deine Einstellung zum Leben, dein Leben grundlegend verbessern. Und endlich hast du vielleicht das Gefühl, ne, mit den 7 Stäben hier, für die guten Dinge, die da draußen in der Welt eben auch passieren, wieder empfänglich zu sein. So, und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank, vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!